So einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der nächste Morgen und ich habe aufgehört, die Tage zu zählen, weil so weit kann ich gar nicht zählen. Nachdem der gestrige Abend sehr angenehm, lang und lustig war, war die darauf folgende Nacht eine der kältesten und feuchtesten, die wir hier je hatten. So ist das nun mal beim Camping, ne? Die Wettervorhersage gibt Sonne vor bis Mittag, und dann, aber dann soll es anfangen zu regnen. Aber gestern hatten wir die Vorhersage auch und wir hatten ein Traumwetter. Ein Traumwetter. 28 Grad Sonne. Regen vorhergesagt seit Anfang des Trips, aber jetzt könnte das dann tatsächlich doch mal eintreffen. Schauen wir mal, wohin sich das heute. Halt so, ne? Zum Schluss kommt doch noch mal die Sonne raus. Rock and Roll.
und damit sind wir dann zurück in Wolfsburg. Wir haben uns dann nochmal zusammengesetzt, um die ganze Fahrt, die ganze Woche so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wen haben wir heute mal in die Mitte genommen? Zu Anfang dieser Serie saß Thorsten in der Mitte, wenn du dich erinnerst. Wenn nicht, schau dir mal den Livestream dazu an. Wir wollen uns im Abschluss jetzt darüber unterhalten, war es das wert? Was war da überhaupt zu erwarten? Was wurde umgesetzt und hat das Ganze Spaß gemacht? Der Veranstalter hat insgesamt 50.000 Motorräder und 80.000 Teilnehmer gezählt. Die Behörden nannten für Samstag zur Parade 10.000 Teilnehmer. Das ist eine enorme Zahl, zumal man weiß, wie die Wettervorhersagen waren und dass wir dort mit Hagel zu rechnen hatten. Na, trotzdem 10.000 Teilnehmer. Die ganze Parade wurde angeführt von Bill Davidson, also dem Urenkel einer der Gründer. Mhm. Wir haben die Parade nicht mitgenommen. Wollt ihr ganz kurz begründen, warum nicht? Ja, weil die Wettervorhersagen halt so schiete waren und wir Donnerstag auch schon relativ nass geworden sind am Donnerstagnachmittag, als wir im Village waren. Und für Freitag und Samstag sah es nicht besser aus und deswegen haben wir uns entschlossen, Freitag früh noch vor dem angesagten Regen unsere Sachen zu packen und die Heimreise anzutreten. Aber lass uns vorne anfangen. Angekündigt hat der Veranstalter unter anderem die Customized Area, in der die Bike Show stattfand. Zudem gab es seitens Harley-Davidsons Probefahrten, zu denen man sich vorher allerdings eintragen musste, weil die Nachfrage so hoch war. Dann hat die Harley Owners Group Kärnten geführte Touren angeboten, beispielsweise die Dawn of Well Tour, also eine sehr anspruchsvolle Tour von Österreich bis durch nach Slowenien. Und dann mein persönliches Highlight, was ich mir unbedingt antun wollte, aber doch nicht dazu kam, waren Panamerika Offroad Probefahrten. Da bin ich sehr schade drum. Generell Offroad fahren, jetzt nicht unbedingt mit Harley Davidson, weil das schwer vorzustellen ist, denn bisher sind wir ja bloß auf Cruisern unterwegs gewesen in der Geschichte des Harley Davidson. Aber Offroad fahren. Mit der Harley? Ja, mit so einer Panamerika. Sagen wir mal. Achso, okay, ich dachte mit unseren. Nö, sagen wir mal generell. Sagen. Ist Offroad fahren für dich ein Thema? Ja, klar. Auf jeden Fall. Wer Interesse wäre da. Weiß jetzt noch nicht, ob ich das vielleicht mit einer Van Harley irgendwas machen würde. Also da würde ich vielleicht dann schon eher dann ja zu BMW irgendwas. Ja. Hast du Erfahrungen im Offroad-Fahren mit Motorrädern? Ja, mit der BMW bin ich gefahren und da war sehr gut. Sehr cool. Thorsten, du? Nein, nicht wirklich. Ich habe damals, das darf man aber nicht dazu zählen, ich habe mit meiner SR500, meinem ersten Motorrad überhaupt, so ganz leichte Geländefahrten unternommen, obwohl die dafür gar nicht geeignet war. Aber so richtige Offroad-Fahrten mit einem richtigen Offroader habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Und ich weiß auch nicht, ob mir danach der Sinn stehen würde. Ich habe so eine Dinger schon mal Probe gefahren. Ich fühle mich darauf nicht wirklich wohl. Ich fühle mich darauf zu klein. Und das ist, glaube ich, nicht so meine Welt. Ich bin jetzt in einem gesetzten Alter, wo man so mehr am Cruisen ist. Für mich persönlich Offroad-Fahren sehr interessant. Ich hatte die eine oder andere Fahrerfahrung auf dem Quad in der Kieskuhle, so ganz klassisch, wie man es kennt von Einsteigern, auf Motorrädern so ein bisschen ausprobiert, mal durch den Wald gehackt oder über so ein Parcours. Aber grundsätzlich doch eine interessante Sache, weil das extremer Gegensatz zu dem ist, was wir ja aktuell so machen. Das stimmt. Schauen wir mal zurück auf die Woche. Ich habe mir so ein paar Themen zusammengesammelt, die ich ganz gerne mit euch besprechen möchte. Da wäre zum ersten Mal die Wettervorhersagen, die wir katastrophal uns schon von Anfang an angesehen haben und die uns auch auf der Fahrt dorthin begleiteten. Und das, was dann tatsächlich geschah. Wie kannst du das zusammenfassen? Naja, durchwachsen, ne?
War durchwachsen. Durchwachsen, ja. Also die Wettervorhersagen haben eigentlich gar nicht gepasst. Ne? Wir haben immer Glück gehabt. Es sollte, glaube ich, Dienstag sollte es ja auch schon geregnet haben und wir hatten das schönste Wetter. Waren wir nicht dann sogar schwimmen? Kassel, stimmt. Ja, und da sollte es ja eigentlich auch schon regnen und kalt sein und genau. Es war dann doch eigentlich gut. Ne? Ja. Wo es dann irgendwann gepasst hat, das hat man dann halt gemerkt gehabt, das war dann so ab Mittwoch, Donnerstag, da hat man schon gemerkt gehabt, da wurde es dann echt unangenehm mit dem Wetter. Ja, also was heißt unangenehm, also es hat dann schon so ein bisschen zur Wettervorhersage hingehauen. Ne? Es wurde kälter, feuchter, dann über Nacht, dann, das hast du dann schon halt gemerkt, ne? Und dann auch zwischenzeitlich dann auch mal doch geregnet. Ja, auf meiner Anreise sollte es ja eigentlich nicht regnen, da hat es geregnet, da war das auch völlig verkehrt, da bin ich richtig schön nass geworden. Mhm. Aber wir hatten da wirklich Glück mit dem Wetter, ja. Kann man nur so sagen. Ja, auf jeden Fall. Da finde ich auch sehr interessant, dass wir gelesen haben, was die Einheimischen, also die Anwohner, Anrainer aus dem Gebiet zu den Wettervorhersagen meinten. Also man kann sich zum einen an dem orientieren, was der Wetterbericht, was die Vorhersage vorgibt. Aber sollte man dann doch die Meinung der Anwohner oder der Leute, die sich dort mit den Wetterverhältnissen auskennen, noch mit aufnehmen. Denn die wissen dann tatsächlich eher, wie sich das entwickelt, haben die Wolken im Blick und sagen, das hält sich, das zieht weg oder das bleibt dann zwischen den Bergen hängen oder ähnliches. Und da konnten wir dann doch so ein bisschen mehr abwägen, ob und inwieweit es dann trocken bleibt. Jawohl. Wo du gerade das Zelten schon angesprochen hast, lass uns mal generell über das Zelten am Arnaz sprechen. Arnaz ist der Zeltplatz direkt an einem der Veranstaltungshauptpunkte, einer der Villages, sagen wir mal, dort, wo sich sehr viel abspielt. Wir hatten dort eine Bühne, auf der Live-Musik gespielt wurde und direkt dahinter unseren Zeltplatz. Erstmal generell zusammengefasst, Zelten. Was ist Zelten? Ist das etwas für dich, Thorsten? Jein. In der Vergangenheit war ich ja immer sehr angetan und ich wollte ja auch unbedingt zelten. Aber ich habe jetzt auch für mich gemerkt, so eine Woche zelten ist schon sehr anstrengend mittlerweile für mich. Ein paar Tage, so ein Wochenende, ne, das wäre okay. Aber so eine ganze Woche, also das geht schon ganz gut auf die Substanz. Da stimme ich dir zu. Wochenende ist Knochen tun einem weh und man kriegt wenig Schlaf. Und gerade wenn man so viel weiß, man muss noch viel fahren. Ne? Genau. Das kommt noch dazu. Ja, wenn du wenigstens einen vernünftigen Untergrund gehabt hättest, ich hatte ja erst mit dem Gedanken gespielt, mir so ein Feldbett zuzulegen, habe ich aber nicht gemacht. Meine alte Isometta-Motte musste wieder herhalten. Die war gar nicht mal so schlecht, aber nicht zu vergleichen mit einem vernünftigen Bett oder sowas. Feldbett auch, ne? Aber genau. Das ist ja etwas, wenn wir auf Achse unterwegs sind, was du alles transportieren musst. Ich war ja eh schon bepackt wie ein Esel. Ganz genau. Bene, möchtest du etwas übers Zelten allgemein? Allgemein macht es Spaß. Also der Zeltplatz, wo wir gezeltet haben, war auch super. Es war alles vorrätig. Toiletten, Duschen, also das war schon echt super. Supermarkt, also man konnte auch noch was zu trinken holen. Also es war schon echt gut. Wie Thorsten schon gesagt hat, mal so ein Wochenende, okay, bin ich mit dabei. Eine ganze Woche, nein, danke. Also da fehlt einfach das Platz auf dem Motorrad, um zu sagen, man nimmt jetzt, wie er auch schon gesagt hat, man nimmt sich jetzt ein Feldbett mit oder sowas dann halt. Ne? Man hat es ja auch dann bei mir gesehen gehabt, bei der Abreise, Hinreise hat ja alles funktioniert. Bei der Abreise ist mir dann die eine Schraube abgerissen vom Gepäckträger. Ja, aber vielleicht ist dieser... Aber da ist halt deine, umso besser du bepacken kannst, umso mehr kannst du natürlich auch mitnehmen, was du dann an Komfort hast. Ne? Also, das war zum Beispiel er mit seinem Tisch, also wir hätten gar keinen Tisch mitnehmen können, ne? Ja. Dadurch, dass du einen Gepäckträger hattest bei deiner, war das natürlich ideal. Ne? War der Tisch dabei, ganz genau. Und das ist das Reduzieren auf ein Minimum an Komfort, finde ich. Gut, es geht ja auch nicht darum, wenn man mit Motoren unterwegs ist und solche Touren macht, dass man halt da im Luxus schlafen soll, dann, ne? Wenn man zeltet, ne? Wie du schon sagst. Das Nötigste mitnehmen, was ausreicht. Ne? Fertig. Ganz genau. Mir ist aufgefallen oder mir ist klar geworden, dass man beim Zelten noch mehr von Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhängig ist, als man es ohnehin gewohnt ist, denn du bist durchgehend draußen, du schläfst nicht drin, du kannst nicht sagen, oh, Wetter kacke, ich gehe mal rein für eine Stunde. Drin ist auch draußen. Ne? Also im Zelt bist du auch draußen. Das Einzige, was dich da von der Außenwelt abschirmt, ist so eine Neopren oder so eine Plastikhülle einfach. Du bist grundsätzlich draußen und wenn die Luft
Feuchtigkeit steigt und auch dieser Raureif morgens oder sich nachts dann halt bildet. Wird kalt im Zelt. Das zieht ins Zelt, da kannst du sagen, was du willst. Genau, dann machst du da Kondensflüssigkeit an den Zeltwänden und wenn du nicht aufpasst, werden deine Sachen nass. Alles schon gehabt in der Vergangenheit. Alles schon gehabt. Ja. Ja. Dann möchte ich noch drauf aufmerksam machen, denn das ist für mich eins der nervigsten Situationen in dem Moment. Der weite Weg zu den sanitären Einrichtungen. Also wenn du nachts mal auf die Idee kommst, jetzt möchte ich gerne mal diverse Flüssigkeiten oder sowas. Ja, genau. Ich möchte mal in ein Meeting gehen nachts. Da ist der Weg weit. Da ist der Weg weit. Und wenn du jetzt nicht hinterm Zelt an den Zaun pinkeln darfst, kannst, sollst, dann musst du dir keiner gemacht 10 Minuten vorher überlegen, ob und was du vorhast. Ja. Dafür waren die Einrichtungen aber phänomenal. Genau. Und wir hatten ja noch das Glück, dass wir noch relativ nahe dran waren. Es gab andere, die, wenn du irgendwie am anderen Ende des Zeltplatzes dein Lager aufschlägst. Ne? Aber wir hatten ja nur ist doch egal. 200 Meter. Wir konnten ja mit dem Moped fahren. Ja. Wir mussten ja nicht laufen. Das wäre möglich. Nur also nach 10 Bier, gewisse Leute sollten dann kein Moped mehr fahren. Ich gucke auch rein ganz. Also man hätte nicht mal laufen müssen und ohne Helm fahren können. Weil ja, darf ja, man eh ja. nur Schritttempo fahren. Aber ja, das habe ich ja. jetzt hier nicht erzählt. Aber ja. Aber nachts ist das natürlich doof. Ne? Man will ja auch nicht die Ruhe der anderen stören. Die haben uns auch gestört. Nachts bin ich dann aber zu Fuß gegangen. Ein sehr interessantes Detail unseres Aufenthaltes waren unsere internationalen Nachbarn. Also wir waren ja Ausländer in dem Moment als Deutsche in Österreich. Auf der einen Seite haben Polen ihre Zelte aufgeschlagen gegenüber Schweden. Mhm. Ach, Schweden, Niederländer. Rechts von uns hatten wir einen Niederländer. Gegenüber hatten wir zum Schluss Bulgaren. Bulgaren. Ungarn. Es war alles vertreten. Italiener. Italiener, Franzosen. Ja. Also wir waren bunt gemischt. Und ich finde es sehr interessant und finde es auch gut, dass trotz dieser internationalen Würfelei sich alle verstanden haben, alle zusammen gefeiert haben. Ja. Kinder, sprechen wir ein bisschen über die Polizei vor Ort und die Organisation generell. Wie habt ihr das empfunden? War das so ein, mal gucken, worauf läuft das hinaus? Oder würdest du sagen, aufgrund der Erfahrungswerte, die man in 23 zuvor laufenden Veranstaltungen gesammelt hat, konnte man das Ganze so ein bisschen als Veranstalter vielleicht im Vorfeld einschätzen? Ja, also es war wirklich sehr gut durchorganisiert mit Polizei und Ordnern in Gemeinschaft. Die Polizei war auch meistens recht entspannt. Die war nur präsent. Ja, größtenteils. Also die haben schon was so sie machen mussten halt bei solchen Veranstaltungen, ne, müssen sie halt präsent sein. Ein, zwei Kontrollen haben sie schon gemacht und haben auch das ein oder andere Fahrzeug mal rausgezogen. Also da jetzt direkt auf der Meile da. Es sollen auch Kontrollen stattgefunden haben außerhalb. Da haben wir überhaupt nichts von mitbekommen. Wir sind immer richtig schlimm war ja bei der Abreise, was man dann gelesen hat. Wobei auch aber tatsächlich zwischendurch viele Fahrzeuge kontrolliert und einige wohl auch stillgelegt wurden. Ja. Habe ich bei Recherchen interessenhalber im Internet rausgefunden. Genau. Also Maschinen, wenn ich weiß, dass ich eine Felge und eine Felgenreifenkombination auf der Maschine habe, die ich nicht fahren darf, die nicht eingetragen ist, muss ich mich nicht wundern, wenn die Polizei sagt, so jetzt ist hier Feierabend. Genau. Na, das ist auch nicht Schuld der Polizei, das kann man dann nicht, dann muss man halt selbst mit klarkommen. Ja, na, dann das muss sich jeder an die eigene Nase fassen. Ganz genau. Bewusstes Greifen in so ein Bienennest, würde ich es mal. Ja, aber sonst waren sie entspannt. Sonst waren sie auf jeden Fall sehr entspannt. Ich habe auch mich mit einem der Kollegen da unterhalten. Habe mich einfach mal ganz spontan daneben gestellt und gefragt, wie es aus seiner Sicht ist, ob das eine ruhige Veranstaltung ist oder wie er das Ganze so sieht. Er selber hat mir erzählt, er fährt nicht Motorrad, er kann damit gar nichts anfangen, er findet das interessant, kann die auch nicht unterscheiden, also so eine Sporty von einer Road Glide oder sowas beispielsweise, das ist nichts für ihn. Er ist eher in den amerikanischen Klassikern unterwegs, er fährt einen alten Chevrolet, glaube ich, hat er mir erzählt oder so ähnliches. Auch cool. Sehr, sehr geil. Verglichen mit anderen Veranstaltungen, die dort in dem Bereich stattfinden, zum Beispiel das GTI-Treffen, das findet dort statt, ist diese European Bike Week doch eher ruhig, ne?
und überschaubar. Eine andere interessante Frage, meint ihr, aufgrund eurer Erfahrungen mit Behörden, Polizei und Ähnlichem, wäre eine Veranstaltung wie die European Bike Week in Deutschland durchführbar? Nein. Nicht mit den Fahrzeugen, nicht so wie da gefahren worden ist, zwecks Lautstärken. Also da würde Deutschland hier, da würde gar keiner fahren. Es kommt drauf an. Nein. Also es gibt ja Gegenden, wo Treffen noch stattfinden. Es gab ja auch in der Vergangenheit große Treffen hier in Deutschland. Aber ich glaube, das hat sich alles ein bisschen gewandelt hier in Deutschland. Und man hofft halt, dass es nicht ins europäische Ausland überschwappt, also auch nach Österreich. Ne, weil hier die Kontrollen und die... auch so die mit diesen ganzen Diskussionen um Lautstärke und dieser ganze Gedöns, halt hier bei uns immer mehr wird. Ne? Ja, das ist ja das deswegen Problem. Weiß ich nicht. Ne, ich war hier in Deutschland auch schon lange auf keinem Treffen mehr, weder bei Imrausch oder sonst irgendwo. Das habe ich mir fürs nächste Jahr auch mal auf die Fahne geschrieben, also dass du sowas mal mitmacht. Wenn du in Deutschland hast, dass du dann mal, um Lautstärke zu zeigen, dass du dann diese dB-Messungen machen. Aber dass du auf den öffentlichen Straßen dann, wo sie dann, wie da, wo wir jetzt waren, dass sie daraus eine Einbahnstraße machen und dem See herum, sowas hier in Deutschland machbar ist, dass du in dem Sinne mit lauten Auspuff mal einen Burnout auf der Straße machst, wäre hier nicht machbar. Also gehe ich mal stark von aus. Dass also ich könnte mir vorstellen, dass man so eine Veranstaltung auf einem abgegrenzten oder einem privaten Gelände durchführt. Ja, das beispielsweise Flugplatz, Hannover-Messe oder irgendwie sowas. Ne, Messegelände, würde ich sagen. Dass man sich da trifft und da ein bisschen Spaß hat, aber sobald du das Gelände verlässt, ist wieder Feierabend, dann ist wieder ärgerlich. Also ich kann mir das auch in diesem Maße so nicht vorstellen. Hat vielleicht Vor- und Nachteile. Mit dem Wissen... Eigentlich ja nur Nachteile. Weil du musst für solche Veranstaltungen aus Deutschland raus. Und das macht dann die Sache dann schon wieder traurig, weil... Schön, wenn man hier sowas auch hätte. Wenn man hier sowas auch hätte, ne? Weil du würdest ja auch Geld hierher bringen, ne? Wenn du mal überlegst, was die für einen Umsatz jetzt da an diesen Campingplätzen, Umgebung drumherum gemacht haben, durch diese Veranstaltung, das ist ja auch eine Geldsache. Für Hotels, für den Tourismus. Für den Tourismus halt. Das ist halt super, ja. Schreib mir mal deine Meinung dazu ganz gerne unten in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt darauf zu lesen, ob du das befürworten würdest oder eher im Kontra siehst, solche Veranstaltungen hier in Deutschland durchzuziehen. Mit dem Wissen von heute, oder würdest du die Reise so in dem Fall nochmal antreten? Ja, auf jeden Fall. Bene? Ja. Was würdet ihr anders machen im Vorfeld? Was würdest du im Vorfeld anders machen? Wenn du weißt, okay, so lief es jetzt, was würdest du machen? Also ich würde die Wahl der Unterkunft nochmal überdenken im Vorfeld. Das ist auch eine Katastrophe, damit die gerne reinhaken, falls du es noch nicht gesehen hast oder das nicht weißt. Die Unterkunft haben wir gebucht im Oktober 2021, also schon weit im Voraus. Und zwei Wochen bevor wir angetreten haben, wurde seitens der Unterkunft unsere Buchung storniert, ohne Angabe von Gründen. Gründe kannst du dir selbst denken, wir haben da auch unsere eigenen Theorien. Was ich persönlich bloß ärgerlich finde, ist, dass weder dort jemand erreichbar ist, noch von der Internetseite, genau, mit der wir gebucht haben, da ist auch keiner erreichbar. Und dem Geld immer noch hinterherlaufen. Das ist das Schlimmste und das finde ich am heftigsten. Also, das ist sehr nervig. Finde ich frech halt. Zumal du da von Telefonnummer zu Telefonnummer geleitet wirst. Ich habe in Österreich angerufen, ich habe in Schweiz angerufen und ich habe nach England, nach Großbritannien telefoniert. Und du bekommst einfach kein Ergebnis. Und das ist etwas, was mich persönlich sehr nervt. Da gebe ich dir recht, die Wahl der Unterkunft auf jeden Fall nochmal überdenken. Ja. Und ich würde dann vielleicht nochmal das Augenmerk mehr auf Touren bzw. Erkundung der ganzen Gegend legen, dass man da vielleicht nochmal auch mal ins angrenzende Ausland, man kann ja nach Österreich, Italien, nach Slowenien, in die Schweiz, sogar Kroatien ist nicht allzu weit weg. Na, also, dass man vielleicht solche Expeditionen mal unternimmt dann und auch mal mehr Motorrad noch fährt. Na, wir haben einige Touren gemacht. Das Problem waren halt auch unsere technischen Voraussetzungen teilweise. Die Fahrt auf den Großglockner mit Benes defekten Motorrad war ja auch schon eine spannende Angelegenheit. Da habe ich schon gedacht, oh, ob das alles so gut geht. Da können wir mal reinhaken, ganz genau. Wir hatten alle drei technische
Defizite möchte ich es nicht nennen, aber so technische Auffälligkeiten. Ich beispielsweise habe mit gelockerten Anbauteilen zu kämpfen, wohingegen du... Ohne Bremsen gefahren bin. Du bist ohne Bremse gefahren und Thorsten hat sich einen Kratzer... Ohne Hirn. Ich bin ohne Hirn gefahren. Ja, das passt schon. Kann man so festhalten. Was ist denn dein absolutes persönliches Highlight der Fahrkammsee 2022? Ja, auf jeden Fall die Edelweißspitze. Weil er hatte ich, glaube ich, schon im Vorfeld in dem Filmchen mal zwischendurch erzählt. Ich kämpfe ja immer mit meinen Ängsten, ne, vor allem mit der Höhenangst. Und meine Höhenangst dort zu besiegen und auf die Edelweißspitze zu fahren, war mein persönliches Highlight, dass ich das geschafft habe und dass ich mich tatsächlich auch noch wohlgefühlt habe. Ne? Ja, es lag ja auch an uns, natürlich, weil wir mit dabei waren. Ja, die gute Gesellschaft. Ja, natürlich. Ja? Das ist klar. Das A und O. Ja. Und wir haben dich ja abgelenkt, weil wir dich vollgequatscht haben. Ja, das war das wahrscheinlich seins dazu beigetragen, auf jeden Fall. Du warst halt dann nicht mehr so... Genau, war ja nicht alleine. Genau. Ja, hat ja einen im Helm sozusagen. Binne, dein Highlight? Eigentlich die ganze Woche. Also ich kann jetzt gar nicht genau sagen, was jetzt das Beste war. Also die ganzen Touren hoch auf die Berge, das war natürlich mega geil. Für mein Highlight, ich mag es ja auch mal gerne laut, also durch irgendwelche Tunnel gefahren, da hat es immer ausgemacht, ja, laut. Ne? Also es war einfach, es kann nicht genau sagen, was es war. Es war einfach, es hat alles, das ganze Paket hat einfach gepasst. Wie er schon gesagt hat, mehr fahren, mehr Touren hätte man noch machen können. Hätte man länger bleiben müssen, definitiv. Ja. Also das schaffst du in den paar Tagen nicht, daher... Da man ja sehr viel Kilometer fahren muss für irgendwie kurze Strecken eigentlich. Wie gesagt, zumal wir ja auch am Anfang mit den technischen Problemen zu kämpfen hatten. Das ist ja noch nicht mal so das Problem. Ja. Aber frisst natürlich Zeit, ne? Genau. Wo wir dann zu Harley gefahren sind und die Bremse gemacht haben und sowas. Ne? Bei ihm irgendwas abfällt, er umfällt. frisst natürlich Zeit. Ne? Wenn ich so eine Tour nochmal machen würde, wie Thorsten schon gesagt hat, dann andere Unterkunft, also besser schlafen. Und ich glaube, ich würde das sogar machen, dass man das Motorrad auf den Hänger wirft. Einfach, man kommt entspannter an, man kann viel besser starten, man kommt auch entspannter nach Hause. Man hat nicht im Hinterkopf, wenn man diese ganzen Kilometer vor Ort fährt, dass man weiß, oh Kacke, ich muss morgen wieder zurückfahren, wieder 1000 Kilometer. Ich glaube, das spielt schon eine große Rolle, wenn man erstmal richtig schläft, vernünftig ankommt, vernünftig wieder nach Hause kommt. Ich glaube, das ist schon eine große Nummer dann. Das denke ich auch. Mein persönliches Highlight ist dieses abendliche Flanieren, dieses Aufsaugen der ganzen Stimmung, dieses Ganze, was die European Bike Week in dem Moment einfach ausmacht. Die Menschen, der Sound, die Leute, die Aussteller, das Ganze drumherum, also dieses Gesamtpaket zu erleben, das ist mein persönliches Highlight. Generell natürlich klar, die Fahrt auf die Görlitzen, die Großglöckner Hochalpenstraße, die ganzen Touren, die Ausfahrten, alles, was wir gemacht haben, tatsächlich auch das Zelten, weil ich das so nicht oft mache, aber das Gesamtpaket dieser Woche, ja, das stimmt natürlich. Das ist mein persönliches Highlight, das ich so mitnehme und tatsächlich, dass es zwischen den unterschiedlichen Nationalitäten, Dankeschön, keinen Stress gibt, sondern dass alle zusammen feiern. Genau. Zudem gab es abends ab 18 Uhr auf den Bühnen rund um den Farkasee in den einzelnen Villages Live-Musik. Mhm. Sehr, sehr geil. Da gab es im Vorfeld ein bisschen Ärger, weil die Veranstalter Tickets verkauft haben, was klar ist, meiner Meinung nach. Denn für die zwei Hauptbands, genau. Für die zwei Hauptbands, denn diese Bands, wenn die woanders spielen, dann nehmen die auch Eintritt. Warum sollten sie es dadurch tun? Und sie finanzieren sich dadurch. Ne? Genau. Du hast Musiker, die sich nur durch ihre Musik einfach über Wasser halten und nicht irgendwo anders noch arbeiten. Andere haben ihr monatliches, regelmäßiges Einkommen, aber sie finanzieren sich dadurch. Und das muss man einfach akzeptieren. Wenn man diese Musik sehen will, dann ich kann ja auch nicht sagen, hier, Mensch, Genesis, Michael Jackson oder die Beatles. Nö, ich zahle keinen Eintritt, ich will eure Musik einfach so genießen. Ne? War, ist und wird nie möglich sein. Genau. Man muss auch fairerweise dazu sagen, einmal möchte ich nochmal darauf einsteigen, was du gesagt hast. Die Bands hatten ja im Laufe der letzten 2 Jahre
auch ein großes Defizit. Dadurch, dass sie nicht auftreten konnten, keinen Eintritt nehmen konnten. Ich fülle dir gleich die Tasse ein. Einen Moment. Und man konnte ja auch die Musik auch so genießen. Ne? Man, war laut genug. Man hatte die Möglichkeit, die Show zu genießen. Ne? Dann hätte man dort Eintritt zahlen müssen. Da war eine Barriere. Aber man konnte ja auch hinter der Barriere die Musik hören. Also wer nicht unbedingt Eintritt zahlen wollte, weil er flexibel sein wollte, weil er zum Beispiel nochmal hoch ins Village zwischendurch wollte oder so, ne, der konnte die Musik auch so hören. Und man hatte ja die Möglichkeit, Kombi-Tickets zu erwerben, die das Ganze nochmal preiswerter gemacht haben. Wenn ich jetzt so ein Kombi-Ticket für, ich glaube, 35 oder 40 Euro oder was das war für alle drei Shows, genau, ne, dann konnte man sogar auf alle drei Shows gehen oder man hatte die Wahl für 25 oder 35 Euro noch zwei andere Varianten zu erwerben. Und ja, ich fand das super. Ne? Und wer es nicht wollte, der muss es ja nicht machen. Man hatte die Möglichkeit noch, wie wir es immer genannt haben, auf den Flohmarkt zu gehen. Da war auch nochmal eine Bühne aufgebaut. Ganz genau. Oder hoch ins Village. Ne, da war dann auch nochmal so Kleinbühnen. Ne. Man muss in dem Moment einfach wissen oder selbst entscheiden, ob einem diese Show das Geld wert ist. Genau. Und wenn wir bei Geld sind, Ben hat es auf dem Wiki ja schon schön gesagt, es war unheimlich teuer. Zusammengefasst war diese ganze Woche unfassbar teuer. Ja. Magst du das noch zusammenfassen? Naja, hat sich alles so gestaffelt. Ne? Man ist essen gegangen, Hinfahrt, Rückfahrt, Zelten. Dann hat man sich natürlich da auch noch vor Ort was gekauft, was natürlich auch nicht gerade günstig war. Aber dann hat man sich gesagt, ey, jetzt bist du schon mal hier, jetzt kannst du es auch kaufen. Klar hätte man sich das auch in Deutschland holen können, aber man hat sich dann gesagt, ah, ich habe es in Österreich gekauft. Klar, dann noch die Pannen dazu, die Kosten. Also ich habe roundabout, hat mich, glaube ich, diese Woche 600 Euro gekostet fast. Ne? Also, die werden einfach durchgeladen. Ja, und genau. Es sind aber auch, wie gesagt, es waren zwei große Beträge, die ich bezahlt habe. Und alles andere war dann halt mal, ja, war tanken und dann unterwegs mal was essen oder halt dann abends vor Ort essen. Ne? Die Unterkunft, ja, genau. Die Unterkunft war okay. Das für eine Woche, da hat, glaube ich, ein Huni gekostet, hatten wir bezahlt gehabt. Das war vollkommen okay. Plus Hinfahrt und Rückfahrt waren auch nochmal roundabout 200 Euro. Und dann geht es dann schon los. Ne? So, dann meine Bremse wieder heile machen, dann eine Jacke, eine Cappy, dann hat man sich so und so noch was geholt, dann hat man was gegessen, was getrunken, ja, und zack, was dachtest du? Schatz, überweich mir mal Geld. So, ne? Also, ich gehe mal tanken. Das war schon hart, also für mich jetzt, ne? Wenn man eh nicht so flüssig ist. Ne? Was mich aber in dieser Woche ein bisschen irritiert hat, was heißt irritiert, mich ein bisschen gestört hat, was ich vermisst habe, waren gewisse Shows. An Motorrädern, mit Motorrädern. Ach so eine Stuntshow und solche. Ja, sowas oder halt Tänze, so will man mal dezent sagen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, so fand ich, was dazu gehörte. Eigentlich zu solchen Veranstaltungen, Treffen. Ne? Genau. Wenn du sagst, dazu gehört zu solchen Veranstaltungen, ist für mich die Community, ihr, weil wir haben das im Vorfeld schon mit euch so ein bisschen geteilt. Wir haben ja als erstes in einem Livestream besprochen, was wir hier vorhaben und haben da eure Tipps, Ideen und Hinweise gesammelt. Das fand ich schon sehr, sehr geil. Wenn du dir das ansehen möchtest, unten in der Videobeschreibung und oben rechts in dem i, wo ist rechts? Da ist rechts. Da ploppt das Ding auf, da kannst du dir das Video direkt mal ansehen. Wir haben da einiges besprochen, was im Vorfeld von uns gar nicht so zu erwarten war. Beispielsweise nur ganz kurz mal von Vignetten, die man auch digital buchen kann, bis hin zu einer besonderen Inhaltsstruktur des Verbandskastens, der mitgeführt werden muss, bis hin zu, keine Ahnung, also da waren wirklich viele Dinge drin, die ihr in diesem Livestream dann halt uns mitgeteilt habt und die wir auch aufgenommen haben. Das war ganz interessant. Und an dieser Stelle möchte ich dann noch weiter mal auf euch und eure Reaktion eingehen. Wir haben uns mal die Kommentare angesehen, die unter den einzelnen Videos abgegeben wurden. Unter dem ersten Video, das war das Flanieren über die Hauptverkehrsstraße am See, habe ich von Rolf einen Kommentar entdeckt, der sagte, das war ein gewagter Walk of Fame. Hut ab, dir tun sie ja wohl nichts. Genieße es, das Wetter spielt mit. Und der Großglockner, alles liebe Grüße von Rolf. Der Großglockner, an dieser Stelle haken wir mal ein, war super. Oder das können wir auf jeden Fall sagen, der Großglockner hat eine ganze Menge Spaß gemacht. Wir haben viele Fotos mitgenommen und viele Eindrücke gesammelt. KW hat unter dem Video geschrieben, das sind ja nur Harleys, überhaupt keine Motorräder.
Schade. Ich habe das entspannt aufgenommen und habe mir den Spaß gemacht, in diesem Video alles aufzuzählen, was da an anderen Herstellern und Fabrikaten noch unterwegs war. Schau dir das mal an. Das war dann noch ein Stück Arbeit. Ich habe das keinesfalls böse aufgefasst, weil, keine Ahnung, ich nehme Kommentare nach Möglichkeit nicht böse auf. Würde mich wahrscheinlich auch stören, wenn ich die Möglichkeit hätte. Ja. Ja, aber wenn ich auf ein Harley-Davidson-Treffen fahre, sollte ich erwarten, dass da zum größten Teil Harleys anwesend sind. Ja, aber immer diese Aussagen, keine Motorräder, das sind dann so Leute. Das hat Spaß. Weiß ich, nee. Das ist doch nur Spaß. Unter dem zweiten Video dieser Reihe, das war unser Fahrtantritt, dann nennen wir es mal, also Video 1, 986 Kilometer mit defekter Bremse heißt das Video. Da hat Kurvenräuber geschrieben, sieht nach sehr viel Spaß aus. Weiter so, gebt alles weiterhin, viel Spaß und eine gute und sichere Heimfahrt. Das fand ich sehr nett. Er hat in dem Moment auch schon einen Blick vorausgeworfen. Ne? Wenn wir dorthin fahren, müssen wir auch wieder nach Hause. Die Rückfahrt, das kannst du dir nebenbei mal jetzt ein bisschen ansehen, war auch sehr feucht. Ein bisschen. Ein bisschen, ne? Also auf jeden Fall wetterlich ziemlich durchwachsen. Wir haben alles mitgenommen, bis auf den Hagel, der da vor Ort noch eintraf. Gott sei Dank. Alles mitgenommen, was zu finden war. Michael hat noch kommentiert, erstens kommt es anders, als man denkt, aber ohne Pannen wäre es wohl auch sehr langweilig. Das sind unsere technischen Auffälligkeiten, die wir da eben schon besprochen haben. Ich mag das sehr. Video 3 am Großglockner und anschließend zur Hollywood hat Stefan drunter geschrieben, ich war zweimal drüber, einmal zum Sonnenaufgang. Mhm. Und zum Sonnenaufgang auf der Großglockner Hochalpenstraße fahren. Das muss doch noch geiler kommen als ohnehin schon. Es ist ja schon enorm krass. Und wenn du dann auch noch siehst, dass bei gutem Wetter die Sonne noch so ein bisschen aufgeht das, und zu dem du morgens wenig Verkehr hast, ne? Ich glaube, das ist etwas, das schreit nach mir. Da muss ich also nochmal hin und mir entsprechende Uhrzeiten raussuchen, um dort in dem Moment zu fahren. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Stellst du das schön vor? Ja, sehr schön. Es ist ein Bilderbuch. Ein anderer Kommentar von Michael. Die Straßen sind ein Traum für jeden Biker. Und das, glaube ich, können wir genauso unterschreiben, wie er es kommentierte. Ja. Im nächsten Video haben wir erst deine Bremse repariert. Na, wir sind dazu zum Harley-Davidson-Händler an den Wörthersee gefahren. Und der hat zufällig gerade auch gefeiert. Das war ganz cool. Hat Spaß gemacht. War eine ganze Menge los. Mit Werkzeug und dem Ersatzteil auf der Straße haben wir uns ausgebreitet und die Karre wieder in Gang gebracht. Hannes schreibt dazu, dieser alte Männer-Reisegruppe, Schwermetall habe ich es ja genannt, würde ich mich ja sofort im nächsten Jahr anschließen. Also sollten wir in irgendwelchen Art und Weisen das European Bike Week fürs nächste Jahr in unseren Kalender aufnehmen, werden wir das auf jeden Fall rechtzeitig kundtun. Ich denke mal, dass über die Funktion der Kanalmitglieder als erstes diese Information rausgeht. Und wir schauen mal. Es sind schon Daten angegeben worden, aber... Ich wollte sagen, die hangen noch da, ne? Ja, die hangen da schon für 23 und für 24. Ja. Gerüchte sagen, aber das war das letzte Mal. Wir haben sowas im Edersee-Meeting schon erlebt. Hier ist es auch übrigens, genau. Überraschung, es gibt kein nächstes 2017 Mal. War das 19. und dann das 20. hat nicht stattgefunden. Auch sehr schade eigentlich. Ja. Aber das wollen wir an dieser Stelle nicht hoffen. Michael schreibt dazu noch Luxusprobleme, ne, die wir dort erlebt haben. Die Zeit kann euch keiner mehr nehmen. Und so ein Abenteuer auf zwei Rädern ist schon was Schönes. Ja. Ziehen wir abschließend nochmal Resümee. Rund 2600 Kilometern in einer Woche bei Wind und Wetter und jeglichen Witterungsverhältnissen auf dem Bike. Mit diversen technischen Auffälligkeiten. Jungs, was haltet ihr davon? Was würdet ihr sagen? Empfehlenswert? Wiederholungsbedarf? Oder abgehakt und in die Schublade? Nein, absolut. Wiederholungsbedarf. Ja. Wie gesagt, wie wir vorhin schon am Anfang besprochen, anders geplant. Und
Vielleicht noch mit dem Hänger irgendwas. Was sollte man... Naja, einfach mit dem Hänger, einfach um auch das Moped zu schonen. Ich meine, das sind 1000 Kilometer. Ja, du bist jetzt so, ich bin ja so der Typ, Autobahnattacke, ich will ankommen, ich will das Ziel erleben, ich will... Aber das ist schön, ich gebe euch dann das Gepäck auf dem Hänger mit und fahre dann so, und entspannt. Du bist eher so Landstraßenfahrer, wo ich dann immer sage, ich will vorankommen, ich will Meter machen, und da würde ich dann schon eher dann mit dem Hänger fahren, weil er sagt, ne, also. Das ist auch sehr interessant. Da möchte ich schon mal was reingreifen. Die sind ja nur zu dritt und haben in dem Moment schon unterschiedliche Vorstellungen, alleine schon von der Fahrt zum Ziel. Ne? Und wenn wir jetzt überlegen, je größer die Gruppe wird, desto unterschiedlicher sind oder desto weiter ist der Rahmen der Vorstellungen der einzelnen Fahrer. Hm. Und meinst du, es wäre jetzt gut, in einer größeren Gruppe zu fahren, oder wäre es schlecht, in einer größeren Gruppe zu fahren? Weil ich, für mich, kontra, jeder hat seine eigenen Vorstellungen, jeder will was anderes. Pro aber, man unterstützt sich gegenseitig, man kann das Gepäck verteilen und du bist nie alleine. Also wenn du sagst, ich will, keine Ahnung, flanieren gehen, und der andere sagt, ich hätte aber gerne eine Tour in die Berge, splittest du dich und bist nie alleine unterwegs. Also es hat beides Vor- und Nachteile. Wie seht ihr das? Ja, ich sehe das ganz genauso. Also ich würde nicht sagen, dass eine große Gruppe die Sache sprengt. Im Gegenteil, weil du hast dann wirklich alle Möglichkeiten. Du bist dann nicht, wenn du jetzt, wie du sagst, flanieren gehen möchtest und ich nicht, dann muss ich mich nicht alleine auf die Reise machen und eine Tour machen, sondern man hat vielleicht den einen oder anderen, der sagt, ja, komm her, ich habe auch Bock auf Fahren, ne? Und die einen gehen dann flanieren, die anderen gehen fahren. Und vielleicht fahren auch alle zusammen, aber was wichtig wäre, wenn du mit einer großen Gruppe fährst, das vorher auch abzusprechen, ne? Was denn die Erwartungen sind und was die einzelnen Leute vielleicht so vorhaben, dass man sich im Vorfeld schon abstimmen kann, dass man dann erst nicht, wenn du am Ziel angekommen bist, die Köpfe redest. Ja, genau. Also je größer die Horde, desto wichtiger die Planung. Zumindest so ein bisschen organisiert. Genau. Organisiert ist das ganze Teil. Genau. Was meinst du? Lieber Gruppe oder Horde? Gruppe. Das ist schön. Also ich finde es ja, sowieso geil mit mehreren Leuten allgemein. Erstmal wird es cooler, macht mehr Spaß. Wie Thorsten auch schon gesagt hat, ne? Allein schon zum Beispiel Hinreise, ne? Viele sagen, oh, ich will ankommen, Autobahn. Thorsten sagt, nö, ich will Blümchen pflücken, ich will ein bisschen was Wälder sehen und Gras. Ja, dann Attacke, fahrt Landstraße, bist nicht alleine unterwegs und genau. Gut ist, ne? Ja. Okay, Freunde, ich danke euch sehr für euer großes Interesse. Das hat mir eine ganze Menge Freude bereitet zu sehen, dass ihr euch das ansieht. Die Videoanalysen haben mir gezeigt, dass viele neue Zuschauer den Weg auf unseren Kanal gefunden haben. Ich freue mich sehr über eure Reaktionen, die Kommentare oder sowas. Das bringt mir eine ganze Menge. Ich erkenne daran, dass ich die Videos nicht irgendwo in ein dunkles Loch schieße, sondern dass da am anderen Ende tatsächlich einer ist, der sich das ansieht. Danke euch für diese unfassbar krasse Woche. Unkrassbar, ne? Das ist auch schön. Immer so ein Ding. Es hat mir eine ganze Menge Spaß gemacht. Ich gehe davon aus, dass wir uns 2023 zur 25. European Bike Week gegebenenfalls wieder dort in Österreich befinden. Ich denke, das wird auch eine ganz geile Sache. Schreib mir deine Meinung zu diesem ganzen Bamborium, das wir hier besprochen haben, gerne unten in die Kommentare. Wenn du noch nicht hast, abonniere diesen Kanal, dann siehst du mehr von dem, was ich und wir hier organisieren, fabrizieren und verursachen. Und wenn du möchtest, dann aktivierst du noch dazu diese Glocke, dann bekommst du eine Benachrichtigung, wenn sich auf diesem Kanal wieder was Neues tut. Im Anschluss müssen wir auf jeden Fall hier nochmal eine Art Outtakes einblenden, weil das hat eine ganze Menge Freude bereitet hier. Ja. Und dann denke ich, reicht das für heute hin. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Da kommt jetzt, auch wenn sich die Saison schon ein bisschen dem Ende neigt, noch ein bisschen was auf uns zu. Reicht denn für dieses Mal? Möchtest du noch was sagen? Nö, werd fertig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hoffe, das ist nicht auf Band. A two, a one, a one, two, T. Klappe in die fünfte. Aber wir wollen mal vorne anfangen. Oh Gott. Abgas, die zwölfte. Customizer, L.O.
Wo bist du denn schon da weit unten? Wir fangen wir erst oben an. Ja, das ist meine Position wieder. Die ist erst im Rückgang. Ja! Nee, was sagst du, Thorsten? Komm, lass uns anziehen. Lass uns anziehen. Nein, brauchen wir noch nicht. Regel aber. Fuck, Alter, Viertelstunde später. Scheiße, direkt ranfahren, anziehen. Hey zusammen und damit ein ganz unglaublich herzliches Willkommen. Das geht ja gar nicht, weil wir das Video schon am Laufen haben. Thorsten, wie ist dein Hi. Ja. Hi. Der meckert mir. Vielen Dank für die Blume. Vielen Dank. Will ich von dir. Wir sagen jetzt damit tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich glaube, Carsten, wir gehen jetzt weiter. Ich brauche mehr Alkohol für sowas.